Alita Battle Angel kommt auf die große Kinoleinwand. Der zweite Lego-Movie steht ebenfalls in den Startlöchern und Netflix-Nutzer dürfen sich über ein üppiges Januarprogramm freuen. Schon einmal war er Thema bei uns. Bevor Genie-Regisseur James Cameron die nachfolgenden Avatar-Filme zu uns bringt, überrascht er uns mit einer wunderschönen Science-Fiction-Geschichte. Als ich dich fand, war dein sehr menschliches Gehirn auf wundersame Weise intakt. Nichts fühlt sich einsamer an, als nicht zu wissen, wer man ist. Mit der Zeit kommt die Erinnerung. Alita, die von Rosa Salazar gespielt wird, wacht ohne Erinnerung in einer fremden Welt auf. Sie wird von Dr. Dyson, verkörpert durch Christoph Waltz, auf einem Schrottplatz gefunden. Er zieht sie wie eine eigene Tochter auf und beschützt ihre geheimnisvolle Vergangenheit vor der gefährlichen Welt von Iron City. Dann werde ich es selbst rausfinden. Alita, lauf! Als die korrupten Mächte von Iron City Alita ins Visier nehmen, wird ihr schnell klar, dass sie über einzigartige Kampfkünste verfügt, welche die Mächte um jeden Preis an sich reißen will. Du hast gerade den größten Fehler deines Lebens gemacht. Ich gehöre zu ihr. Alita Battle Angel. Hier ist alles super, hier ist alles cool, denn du bist nicht... Schnauze! Hier ist alles super, hier ist alles cool, denn du bist nicht allein. Fünf Jahre nach dem ersten Teil bringt uns Director Mike Mitchell die Fortsetzung von der Geschichte von Emmett, dem Besonderen. Unser Leben versank im Chaos. Dieses neue Leben hat uns stark gemacht und abgehärtet. Zwei Kaffee bitte. Einer schwarz, der andere mit einem Spritzer Milch und 25 Stück Zucker. Naja, die meisten jedenfalls. Chris Pratt, der zuletzt als Star-Lord in Infinity War Mist gebaut hat, darf nun erneut sein Können unter Beweis stellen. Emmett, du musst aufhören, so zu tun, als wäre alles super. Das ist es nicht. Ja, schon klar. Deswegen habe ich mir eine total harte Seite zugelegt, die super tough ist und... Hey, da eine Sternschnuppe, wünsch dir was! Fünf Jahre sind vergangen, seitdem die Helden von Steinstadt die Pläne des skrupellosen Lord Business vereitelt haben. Eine neue Bedrohung ist aufgetaucht und die Helden müssen sich erneut beweisen. Oh nein. Was Neues? Was hat es vor? Keine Ahnung, aber der Beat ist ziemlich cool. Bei ihrem Versuch, die mysteriösen Aliens zurückzuschlagen, reisen Emmett sowie Lucy, die von Elizabeth Banks gesprochen wird, und Batman, der wiederum von Will Arnett synchronisiert wird, zusammen mit den anderen Helden durch Raum und Zeit. Unsere Helden müssen ihren ganzen Mut, ihre Kreativität und Fähigkeiten als Meisterbauer einsetzen, um erneut zu beweisen, dass sie es drauf haben. Halt die Blätter fest, Franziska, denn jetzt retten wir Lucy! Und alle, die sonst noch gefangen wurden. Wird Emmett alleine seine Freunde retten können? Vermutlich nicht. Aber wir freuen uns auf den 7. Februar, wenn er in unseren Kinos kommt. Hast du dir Bartstoppeln angemalt? Was? Nein. Wer bist du? Dein übelster Albtraum. Du bist ich, wenn ich zu spät zur Schule komme, meine Hausaufgaben vergessen und Puddingbeine habe? Nein, ich... Ha! Gott, bin ich gehypt. Ihr auch? Gerne könnt ihr es uns mitteilen auf Social Media in den Kommentaren und schaltet wieder ein, wenn es heißt Cameron und der Aktionsreich. Stau!